Der APO Digital Health ist ein Aktienfonds, der besonders bei Heilberuflern, bei Ärzten sich extrem großer Beliebtheit erfreut. Dieser Fonds wurde von der Fondsgesellschaft einer Spezialbank für Heilberufe aufgelegt und die Story, die es hier Digitalisierung auf den Fachbereich Medizin, also ihre eigene Branche trifft, das ist super interessant für viele Ärzte, für Zahnärzte und auch Apotheker, weil es einfach nachvollziehbar ist. Aber lohnt sich das Ganze überhaupt? Das klären wir gerne in diesem Video. Wir machen eine finanzmathematische Analyse auf Kosten, auf Rendite und auch auf Profitabilität. Herzlich willkommen. Mein Name ist Dominik Schwiese. Ich bin eingetragener Sachverständiger für Finanzdienstleistungen und als Honoraranlageberater unterstütze ich Heilberufler, Unternehmer und Selbstständige bei ihrer Altersvorsorge, bei ihrem Vermögensaufbau. Ich weiß, wie tricky das ganze Thema Altersvorsorge und Vermögensaufbau mittlerweile geworden ist und die wenigsten blicken hier wirklich durch, was ergibt Sinn und was sollte man besser bleiben lassen. Und damit ihr auch beim Fonds der APO Asset wisst, was auf euch zukommt, schauen wir uns diesen Fonds heute mal einmal etwas genauer an und wir simulieren eine Laufzeit von 10 Jahren komplett hoch. Das Fondsprofil, das sagt von sich selber, der Aktienfonds APO Digital Health investiert als erster seiner Art weltweit in den digitalen Gesundheitsmarkt. Durch die Verschmelzung der Megatrends Gesundheit und Digitalisierung entstehen zum Teil völlig neue Wettbewerber, Geschäftsmodelle und auch Märkte mit hohem Wachstumspotenzial. Beispiele dafür sind Krankenhaus-IT, Robotik, künstliche Intelligenz, Telemedizin oder auch Services auf mobilen Endgeräten. Mit dem Fonds können Anleger auf einfache Weise an der digitalen Revolution des Gesundheitsmarktes teilhaben. Er wurde auch als beste Fondsinnovation und als einer der besten Gesundheitsfonds der Welt ausgezeichnet. Und die APO Asset, die baut sich auch ihre eigene Vergleichsindex-Benchmark, nämlich haben wir zu 50% den MSCI World Healthcare Net Total Return US-Dollar, in Euros geführt natürlich, und zu 50% den MSCI World Information Technology, auch hier als Net Total Return US-Dollar in Euros geführt. Und auch dazu werden wir noch einige Sätze verlieren, ob das tatsächlich eine vernünftige Basis ist. Bei der Länderverteilung sehen wir aktuell, dass 83,3% in den USA investiert ist. Es folgt als zweites Land Deutschland mit 6,1%. Dann kommt Hongkong mit 2,7%, der Kassenbestand 1,7%, Italien 1,2%, Niederlande 1%, Frankreich 0,7%, Japan 0,5% und der Rest der Welt mit 2,8%. Bei den 10 größten Positionen haben wir aktuell Equia mit 3,68% ganz vorne. Es folgt Privia Health mit 3,28%, Maximus mit 3,11%, Dexcom mit 3,05%, LabCorp Holdings mit 3%, United Health Group mit 2,96%, Viva Systems mit 2,96%, APO Medical Core 2,82%, Evolent Health mit 2,82% und Cognizant Technologies mit 2,8%. Man sieht aber auch, dass die 10 größten Positionen bereits knapp 30% des gesamten Fondsvolumens abdecken. Auf die anderen Positionen entfallen nur noch 70% und insgesamt sind derzeit knapp 51 Positionen in diesem Fonds. Nach einer breiten Streuung sieht das für mich jetzt auf den ersten Blick nicht an. Als nächstes schauen wir uns mal die Branchenverteilung an und hier ist es relativ simpel. Der Fonds investiert zu 100% in Healthcare. Anleger, die dieses Produkt zum Start am 01.06.2017 in ihrem Bestand halten konnten, haben mit diesem Fonds eine Rendite von 24,54% erzielt. Das ist eine jährliche Rendite von knapp 3% nach Kosten. Wenn wir uns aber hier mal eine Vergleichsbenchmark anschauen, wie zum Beispiel Nasdaq 100 ETF, sehen wir, dass dieser über diesen Zeitraum 236,78% in diesem gleichen Zeitraum erzielen konnte. Warum die Nasdaq? Weil es halt eben die amerikanische Technologiebörse ist. Hier sind auch knapp 100 Werte enthalten, hauptsächlich aus den USA. Und dieser Fonds, der Digital Health, investiert ja zu 80% in den USA. Wenn wir uns dann mal den Chart übereinanderlegen von diesen beiden Fonds, nämlich dem Nasdaq 100 ETF sowie dem Digital Health, sehen wir, dass bis 2020 die Fonds relativ ähnlich laufen. Und ab Corona, ab diesem Zeitpunkt hat der Fonds eigentlich nichts mehr geschafft, er kam überhaupt nicht mehr aus dem Knick, er fällt tendenziell sogar recht kontinuierlich. Und die steigenden Börsen aus dem Jahr 2021 sowie 2023, die sind komplett an ihm vorbeigegangen. Auch im Jahr 2024 ist leider keine Besserung in Sicht, obwohl die Nasdaq wieder auf weiteren Höchstkursen, auf neuen Höchstflügen unterwegs ist. Kommen wir als nächstes mal auf die Kosten zu sprechen. Denn leider wird da nicht dein voller Sparbetrag oder dein voller Investitionsbetrag in den Fonds investiert, sondern die Fondsgesellschaft, die nimmt vorher noch ihre eigenen Kosten runter.
Du kannst dir das Ganze ganz grob vorstellen, dass jemand deine Sparrate kürzt, und wir symbolisieren dir das hier mit einem 100-Euro-Schein, der mit einer Schere abgeschnitten wird, denn genau das Gleiche passiert auch in der Praxis. Und die Informationen zu den Kosten, die findest du im Produktinformationsblatt. Los geht es mit den Einstiegskosten. Diese betragen 5% deiner angelegten Summe. Als Beispiel, welches wir auch gleich durchrechnen werden: Wenn du 100.000 Euro in diesen Fonds anlegst, beträgt das Ganze 5.000 Euro, die nicht in dein Depot gehen. Bei den laufenden Kosten weist uns die ApoAsset derzeit auf ihrer Homepage eine Kostenquote von 1,6% aus. Das sind aber leider noch nicht alle Kosten, denn es gibt zusätzlich auch noch Transaktionen, die der Fonds ausführt, also Käufe und Verkäufe von Aktien oder von Fonds, und diese haben derzeit eine Kostenquote von 0,1% im letzten Jahr. Bei nur ca. 50 Titeln, die in diesem Fonds enthalten sind, ist das jetzt keine große Überraschung, wir müssen es trotzdem von deiner Rendite abziehen. Das Risiko, dass das Fondsmanagement einen Fehler in der Zukunft macht, das muss ebenfalls noch in einer seriösen Betrachtung bepreist werden. Und in der Wissenschaft nennt sich diese Kennzahl Renditeverlust durch aktives Fondsmanagement. Dass ein Fondsmanager, der diesen Fonds steuert, Fehler macht, das ist leider menschlich und das ist auch in Ordnung. Nur du als Kunde, du musst diesen Fehler einfach bezahlen. Ein Fehler könnte zum Beispiel sein, eine falsche Aktie zum falschen Zeitpunkt zu kaufen oder auch einen falschen Fonds auszuwählen. Und diesen Fehler, den preisen wir mit einer Kostenquote von 1% pro Jahr. Eine Performance-Fee gibt es bei diesem Fonds zum Glück keine, und dadurch ergeben sich laufende Fondskosten von zusätzlich 1,7%. Da wir hier einen 100%igen Aktienfonds haben, setzen wir ein Renditepotenzial von 9% als Ausgangsbasis ein und ziehen dann jetzt in unserer finanzmathematischen Analyse die ganzen Kosten davon ab und kommen dann auf unser Endergebnis. Fassen wir also nochmal die Parameter zusammen. Wir haben hier einen Interessenten, der Mitte 50 ist und der für 10 Jahre lang sein Geld anlegen möchte. Aktuell ist er, so wie viele Ärzte, so wie viele Zahnärzte, eben auch im Spitzensteuersatz bei 42%. Auf Produktebene haben wir dann hier den Digital Health mit einer Einmalsumme von 100.000 Euro. Wir haben das Renditepotenzial von 9% und die Steuer, die wir auch mit berücksichtigen, ist die Abgeltungssteuer mit einem Teilbetrag von, mit einem Freibetrag von 1.000 Euro und der steuerlichen Teilfreistellung von 30%. Wir haben die Abschlusskosten, also die Alpha-Kosten von 5% einer angelegten Summe. Wir haben die Fonds-TER von 1,6% und sonstige renditemindernden Faktoren von 1,1%, die wir hiermit berücksichtigen. Wenn dir das Ganze etwas zu schnell ging und du gerne wissen möchtest, wie wir auf diese Zahlen gekommen sind, dann geh doch gerne mal auf meine Homepage www.dominikschwiese.de, buch dir hier gerne einen kostenfreien Ersttermin mit mir und hier kann ich dir dann auch nochmal genau detailliert erklären, wie ich auf diese Zahlen gekommen bin. So, und dann rechnen wir die Zahlen einmal hoch und dann sehen wir hier unsere eingezahlten Beiträge in Höhe von 100.000 Euro. Die 9% Rendite sind in Summe 111.896 Euro. Wir haben aber auch Kosten in Höhe von 39.932 Euro. Steuern, die wir auslösen, in Höhe von 13.023 Euro, sodass der Interessent ein Endguthaben nach 10 Jahren hat in Höhe von 158.942 Euro. Von den 9% kommen vor Steuer 5,57% bei dir als Kunde an. Kommen wir einmal zum Fazit, ob sich dieses Produkt für dich als Kunde lohnt. Und der Fonds ist in den letzten Jahren für meine Verhältnisse eine absolute Katastrophe. Ein Aktienfonds, der so desolat unterwegs ist mit dieser tollen Story. Ich finde es einfach schockierend, weil die Börsen sich einfach super entwickelt haben. Das Fondsvolumen ist nach 7 Jahren immer noch recht gering und beinhaltet gerade mal 270 Millionen Euro. Für eine Bank mit diesem Kundenklientel ist das nicht wirklich viel, aber halt eben auch einfach berechtigt. Der Fonds, der läuft deutlich schlechter als eine vergleichbare Benchmark, wie zum Beispiel Nasdaq 100. Und wenn wir mal diese selbstgewählte Benchmark uns anschauen, dann wird es wahrscheinlich aber halt auch nicht wirklich besser. Es sind zwar zwei Indexe, in die ein Privatanleger aber auch nicht wirklich investieren kann. Und auf der Homepage des Anbieters habe ich noch nicht mal einen direkten Vergleich dazu gefunden. Ein Schelm, wer hier einfach Böses denkt. Die Story dieses Fonds, die finde ich persönlich super spannend und ich habe auch vor 2017 das Fondsmanagement auch die Expertise zugetraut, als der Fonds einfach rausgekommen ist. Und hier habe ich auch echt gedacht, hier gibt es eine tolle Anlagelösung für die Kunden, dass die geschaffen wird. Bisher zumindest ist die Fondsgesellschaft aber auch diesem Versprechen ihren Kunden noch schuldig geblieben. Kosten nach 10 Jahren von fast 40.000 Euro beim Investment und von den 9% kommen gerade mal bei dir 5,5% Vorsteuern bei dir als Kunde an. Das ist erstmal relativ heftig. So zumindest in der Theorie. Da unsere Analyse sich aber auf 10 Jahre bezieht, hat das Fondsmanagement noch 3 Jahre Zeit,
Mir persönlich wäre selbst für eine Beimischung das Risiko aber auch zu hoch. Bei den aktuellen Börsenzeiten schafft es das Fondsmanagement einfach nicht, tatsächlich vorwärts zu kommen. Und die Streuung mit den 10 größten Positionen ist mir ebenfalls viel, viel, viel zu gering und widerspricht einfach einer gesunden Streuung, die das Risiko deutlich minimieren kann. Selbst für eine Beimischung würde ich diesen Fonds nicht empfehlen. Und deswegen achtet bitte auf eure Kosten. Das ist die Rendite für den Zinseszinseffekt in der Zukunft. Wir haben jetzt zwar finanzmathematische oder finanzwissenschaftliche Zahlen benutzt, die in der Vergangenheit gegolten haben. Für die Zukunft wissen wir eben nur eins. Dafür hat William Sharpe auch seinen Nobelpreis bekommen im Jahr 1990. Das Einzige, was wir mit einer gar Zuverlässigkeit vorhersagen können, welche Fonds in der Zukunft am besten abschneiden werden, das sind einfach ihre laufenden Kosten. Wenn du Fragen hast, melde dich gerne. Ich freue mich auf dich im nächsten Video. Viele Grüße, dein Dominik Schwiese.